Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind in Österreich. Mal wieder Turbo-Elite am Start. Klaus? Jo, wieder einmal nach ein paar Jahren. Ich weiß gar nicht, wie lange ist es her? Zwei Jahre? Jahre? 21. 21? 21 stimmt, Corona. Das war während Corona. 21 nach dem Herbstwörthersee. Da hat es noch Herbstwörthersee gegeben. Eigentlich, dass es 21 dann nochmal geschafft haben, da noch so ein Herbstwörthersee reinzuholen. Genau. Das war nur, da war noch relativ relaxed von der Polizei her und da war noch richtig was los. So, da waren wir das erste Mal hier und haben einfach so ein bisschen gezeigt, was du so machst. Weil genau. für uns bist du so das Gegenstück in Deutschland, also in Österreich. So, weil es ist wirklich egal wie, wo, was, es bleibt nichts original. Es wird alles umgebaut, es wird alles getuned. Jo. TÜV ist erstmal nicht ganz so entscheidend, so ungefähr. Nicht unbedingt. Erstmal geil bauen, erstmal Spaß haben und dann klappt schon irgendwie. Irgendwie kriegt man das Auto dann so halbwegs ja, auf die Straße. Das ist ja meistens so. Natürlich ist das über die Jahre dann auch weniger geworden mit der Fahrerei. So, aber das kann man ja so sagen, das ist halt einfach so, ne? Weil ich glaube schon, dass auch bei dir im Vordergrund, also natürlich machst du das schon beruflich hier, aber da ist ja schon auch der Spaß und die Leidenschaft. Ja, natürlich, klar hängt die Leidenschaft dahinter. Ist definitiv höher, weil da kommen wir nämlich heute drauf zu. Das Auto gibt es ja auch wirklich schon eh und je. 12 Jahre? 12 Jahre. Und auch, ich sage, eins der, auch der definitiv krassesten umgebauten RS4, wenn man die Menge der Umbauten sieht. Jo. Das definitiv. Den wollten wir auf jeden Fall euch zeigen. Und dann haben wir draußen auch noch ein Fahrzeug, RS4 mit V8. Genau, Bidome. Klingt jetzt erstmal nicht so wild, weil es gab ja ein RS4 mit V8, aber so wie er da steht mit dem V8, gab es definitiv nicht. Nee. Und dann kommen wir noch als Letztes dazu. Da muss ich mich erstmal bedanken. Und zwar, ich war mal wieder im Shopping waren. Folgende Geschichte. 16.09.23. Ja, schon so lange her. Ja. Ne? 14 Monate. Ich habe haufenweise Links von euch damals irgendwann zugeschickt bekommen. War in Österreich ein Sportwagen-Autohaus, was pleite gegangen ist. Und die haben ganz viele Autos geschlachtet. Ja. Die hatten ganz viele Teile inseriert. Und die sind wirklich bei, ich glaube, willhaben.at, so ein bisschen eBay Österreich oder so ist das, glaube ich. Ne? Ja, das war Schnäppchenparadies. Alles inseriert. 6 Wochen am Stück, immer ausgelaufen, nur Lambo-Teile. Ja. So, nur Lambo-Teile und irgendwann ich natürlich, wie ich bin, ich erzähle immer Jäger und Sammler, überall drauf geboten. Relativ, ja, noch nicht mal so viel bekommen. Also ich habe wirklich vielleicht ein Zehntel von dem bekommen. Ehrlich? Also du hast Glück gehabt, weil was ich nicht gelesen habe, ist, also ich wusste, dass ich es gleich zahlen muss und ich wusste auch, dass Auktionsgebühr oben drauf ja. kommt. Ich wusste allerdings nicht, dass es auch abgeholt werden muss sofort. Ja, die waren so. Das alles leergeräumt, alles. Und das waren jetzt ein paar, also von uns hierher sind 700-800 Kilometer. Also ich Klausi gefragt, ey hier, kannst du da für mich mal so ein paar Sachen abholen? Und waren ein paar mehr Sachen dabei. Ja, richtig, ja, der Bus war voll. So, aber da sind wirklich, also da sind wirklich Sachen bei. Einen Euro. Ich glaube, da waren Sachen um einen Euro dabei. Ja, also als Beispiel eine Motorantriebswelle 30 Euro, ein Öltank, der so sündhaft teuer ist. Tom lacht sich immer tot, weil ich in irgendeinem Video gesagt habe, der wäre so teuer und rar. Ne? Und wir zerschneiden den jetzt einfach. 35 Euro, eine Radnabe 8 Euro, ein ganzes Getriebe 1800 Euro. Ne? Also wirklich Motorhalter und das geht hier so, ich weiß hier, komplett Getriebe, alle Zahnräder. Komplett so 100 Euro. Ne? Das Laden war nachher noch ein und beim Ausladen kriegt er auf jeden Fall dieses Bild, wie das alles in dem Bus drin ist, weil wenn du schon sagst, das war viel. Ja, der Bus war voll. Also ich habe mal blöd aus der Wäsche geguckt, wie ich dort gestanden bin. Ein paar Teile abholen. Ja. Aber auch gute Teile, Armaturenbrett, Türpappen. Ja, ja. Also gut im Sinne von, für jeden, der sowas beziehen will, ist das einfach, weil wo kriegst du sonst die Sachen her? Ne? Kriegst du nie wieder die Beträge, das war ein Schnäppchen. Ja. Schnäppchenjäger. Da waren manche Sachen bei, die waren noch viel, viel krasser und günstiger. Auch wirklich in Mengen. Also da war dann als Beispiel solche Spielchen wie einfach nur die Kraftstoffpumpe mit dem Catchtank dazu. Ja. Auch so irgendwie Startpreis 5 Euro. Aber das Ding war dann halt 18 Mal inseriert und ist auf den Sonntag 18 Mal ausgelaufen, wo natürlich nicht alle teuer werden. Ja, so ungefähr, ne? Ja. Ja, nee, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ich Gerne bin geschehen. Gespannt, das Laden war dann noch ein. Und das, ja, das wird dann noch ein bisschen Arbeit. Was man damit so, also brauchen tue ich davon eigentlich gar nichts. So, ne? Aber lieber haben als brauchen. Und ich weiß, wenn wir uns diesem Fahrzeug irgendwann mal widmen, wird auf jeden Fall was dabei sein. Jo, definitiv. Definitiv, ne? Ja, erzähl mal, ich sehe hier haufenweise 6 Ja, Zylinder. Klassiker. Du kennst das ja nach wie vor, unser Hauptgeschäft R32, R36, die Turbo-Umbauten, nach ist, wie vor. Ist aber immer noch? Immer. Also mittlerweile, die Kundschaft selber hat sich geändert, aber die Projekte sind gleich geblieben. Früher war es die klassischen, also ich sag mal früher, schon etliche Jahre her, die klassischen Treffenfahrer, beziehungsweise teilweise auch, sage ich mal, die Eventfahrer, was der Race 1000 und solche Geschichten, da war das ein oder andere Projekt auch von uns dabei. Aber mittlerweile sind es jetzt die Leute, was ich mittlerweile ja zugeben muss, in meinem Alter, also schon ein bisschen älter, wir sind ja jetzt nicht mehr Gereift. So jung. Ja, die Gereiften, die halt jetzt sagen, beruflich erfolgreich, Firma läuft, Familie läuft, Hausbau erledigt, jetzt erfülle ich mir meinen Jugendwunsch, den ich mir damals nicht leisten habe können, ein Golf 4, Golf 5, Audi A3, S3, R32 Turbo. Also wirklich, muss ich sagen, also 70% bis 80% der Kundschaften sind definitiv in meinem Alter.
Und bei euch in Österreich geht aber sowas überhaupt noch einzutragen? Ja, mittlerweile kann ich das ganz legal auf die Straße bringen. Also ist eigentlich sogar ein bisschen besser geworden? Wir haben uns wirklich um das Thema sehr stark angenommen und ich muss mich da beim sehr guten Freund bedanken, beim Gerhard, der mir da wirklich dick unter die Arme gegriffen hat. Mittlerweile können wir das kombiniert natürlich mit deutschen Gutachten für Österreich legal auf die Straße bringen, inklusive Dezibelerhöhung. Und jetzt aktuell, darum steht draußen zum Beispiel ein deutscher S4, der kriegt es nächste Woche dran, machen wir jetzt auch mit Leistungssteigerung und Dezibelerhöhung. Weil du kennst diese Geschichten, es interessiert ja keinen mehr, ob das Auto jetzt 10 oder 8 cm hat, sondern sie kommen alle nochmal mit dem Messgerät. Geben Sie mal bitte Gas. Das heißt, die deutschen Autos kommen jetzt hier schon her, weil sie hier ein bisschen lauter dürfen. Genau, und wir machen das direkt in Bayern, in Raum Bayern, machen wir das auch mittlerweile für die ein oder andere deutsche Kundschaft von mir. Und das wird dann wirklich hier so eingetragen mit Rohrkrümmer? Genau, Krümmer von uns, genau, da steht alles so drin, Rohrkrümmer, Westgate, Thierl, Turbolader, vom Pulsar angefangen bis zu Garrett, das steht alles so drinnen. Unsere Auspuffanlage dementsprechend, alles mit Markierung auf den Töpfen und alles so, wie es wirklich gehört. Ladeluftkühler mit den genauen Abmessungen, Rohrdurchmesser der Ladeluftrohre, Pop-Off-Ventile, das lassen wir jetzt einmal außen weg. Du weißt das, wie das ist mit dem offenen Pop-Off. Aber ansonsten sind die Autos wirklich so, dass du sagen kannst, bei 10 Kontrollen fährst du 9-mal eigentlich mit einem guten Gewissen wieder weg. Und einmal wird halt der obermotivierte Beamte da sein, der dich halt einfach nicht weiterfahren lassen dann will. Dann kommt ja dann auch trotzdem noch Fahrwerk, Felgen, Bremse. Ja, klar, aber das ist kombiniert, das machen wir wirklich das komplette Programm. Mittlerweile biete ich das für meine Kunden an, sei es der V8-Umbau, den du nachher noch zeigen willst, sei es unsere, wie gesagt, S4 und RS4 haben mich jetzt darum gekümmert, du kennst das, was für Dezibelwert bei dieser Plattform drinnen steht, 82 Dezibel. Da hörst du vom Polizisten mein Staubsauger zu Hause von der Ehefrau, ist lauter. Und du weißt, also eine 76mm Anlage unterm S4 macht schon 90 Dezibel. Also ich habe, glaube ich, allein von Kunden von mir... Echt, haben so wenig nur drinstehen? Ich habe echt gesagt... Fünf Kunden oder sechs Kunden alleine heuer von mir, die ohne Kennzeichen stehen geblieben sind, weil Polizei die Kennzeichen nur wegen der Dezibel abgenommen hat. Und das haben wir jetzt geschafft. Das ist nur fertig. 95 Dezibel, legal. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es genau andersrum ist, dass du mir erzählst, nee, ist noch schlimmer geworden und so weiter. Das heißt, das ist ja eigentlich ein positiver Lichtblick. Ne? Aber wir können die Massen einfach noch gar nicht durchbringen. Ich hoffe, es ist ein Aufwand dahinter, so eine Eintragung kombiniert mit dem deutschen Gutachten, bis man dann einen Termin in Österreich natürlich einmal bekommt, dass man das vorzeigen darf. Unterm Strich, 2 Monate sind gar nichts. Aber es ist ja für viele schon mal wert, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, weil wir kennen ja auch so Umbauten, ich bin da Experte drin, die man anfängt, wo man gleich weiß, du kriegst es eh nicht eingetragen. So, ne, dann ist das natürlich, für mich ist das immer so kein Problem, weil ich für mich selber schraube. Ja. Aber wenn du das natürlich jetzt einem Kunden einfach klipp und klar sagen musst, du, ich kann ja alles bauen, aber wir kriegen es niemals eingetragen, verstehe ich schon, dass das natürlich krass ist. Ich finde die Felgen nach wie vor geil. Ja, wir sind schon seit lange drauf, ne? Aber lange drauf, aber in meinen Augen passen sie auf das Auto perfekt. Ist für mich so ein bisschen fast mehr so eine BMW-Felge, aber ich finde sie ja trotzdem geil. Das ist 4x BMW Hinterachse, M4. Darum wirkt es ja natürlich ein bisschen extremer wie die standardmäßige, die 9,5er, die es für die Audi da gibt mit 512er, das ist ja 520. Vor allem, guck mal hier genau hin, selbst Bremssattel, also selbst den Keramiksattel nochmal mit Carbon bezogen. Du kennst die alten Wörthersee-Zeiten. Ja. Das ist halt nur so ein Überbleibsel von dieser Zeit. Würdest du aber behaupten, das hält? Es hält nach wie vor. Und das Auto ist sicher schon 6.000 Kilometer bewegt worden. Also das würde jetzt natürlich Rennstrecke und so weiter nicht funktionieren. Ja, Rennstrecke natürlich. Und normaler aber so Straßenbetrieb. Normale Fahren, Autobahn und mal Bremsen waren und sicher, so. Waren sicher unterm Strich, was waren es, 3-4 Kunden, die das auch haben wollten. Da war der blaue Golf aus der Stuttgarter Gegend mit über 1.000 PS. Der ist viel auf der Autobahn, flott immer unterwegs gewesen. Die Sättel schauen auf der Vorderseite zumindest aus wie neu. Ist das ein spezieller Harz oder so, der da drauf ist? Nein, soweit ich weiß, hat das RS-Tuning mit dem Standard gemacht, wie auch bei den Teilen sonst immer. Aber es hält wirklich gut. Es hält wirklich gut. Mhm. Ja, also mit Carbon hast du es ja, ne? Ja, einmal alles. So, also wirklich, das wird das weniger mit diesem Carbon beschichten? Ja. Weil das ist ja wirklich, Definitiv. Wir kommen ja so ein bisschen aus den Zeiten, wo man früher auch noch Sachen verchromt hat. Dann ging das mit dem Carbon los. Golf 3, mein gealter Golf 3. So, dann mit Carbon und deswegen frage ich. Also ich kann mir vorstellen, dass es jetzt auch viel aktuell, was so fertigungsmäßig so entwickelt, dass es immer mehr Echtcarbon wird. Also Echtcarbon auch im Sinne von, du weißt es ja, das ist RS-Carbon aus Ungarn, mit denen ich das alles gemacht habe und nach wie vor mache. Die haben sich ja mittlerweile komplett spezialisiert auf wirkliche echte Carbon, Vollcarbon-Teile. Mhm. Sei es vom Porsche Armaturenbrett bis zu den Spiegelkappen, bis zu... Wenn du jemandem erklärst, was das für Spiegelkappen waren, die ich da mit Carbon laminiert habe, dann wird mir wahrscheinlich jetzt jemand killen. Das sind originale Alu-Spiegelkappen gewesen. Und da einfach Carbon drüber gepappt. Aber das war halt damals egal, vor 10 Jahren, war das warum? Egal. War ja egal. Warum Plastik nehmen? Richtig. Ne? Kannst auch Alu nehmen, hält wenigstens besser. Aber nee, ist halt wirklich,
ist halt wirklich Carbon, Carbon. Da bin ich ja fast schon enttäuscht, dass der Wischerarm nicht, weil hast du wahrscheinlich auch aber schon mal gehabt. Beim Golf. So, das war halt damals also wirklich, so. Oder selbst hier Wasserbehälter. Ne? Hält aber die Hitze aus. Hält seit 2014 ist das gleiche Carbon. Ich hätte gedacht, dass der vielleicht so durch gar nicht Hitze, sondern seit so 2014. Ja, damals habe ich das Auto gebaut, 2015, 16 war das erste Mal auf der Straße. Welche Farbe war das Auto original? Silber? Schwarz. Schwarz. Weil was ich krass finde, ist, dass du wirklich die Eier gehabt hast, den Motorraum, wie es original ist, nur matt zu machen und nicht in glänzend. Ne? Warte, original. Also Originaloptik. Ja, ja, weil bei den Autos ist original, das ist auch so ein typischer Punkt, wo ich mit Max gerne auch immer drüber streite, weil der sagt auch, wenn wir Autos lackieren, er würde auch den Motorraum gerne lieber matt machen, wie es original. Hm. Aber weiß nicht, ich und Marius gucken immer drauf und sagen, jetzt hast du einmal alles zerlegt. Und du kriegst das ja nur gut lackiert, wenn du das alles abbaust, wenn das wirklich blank ist. Ne? Ja, genau. Und dann es nicht glänzend zu machen, fällt mir jetzt gerade auf, krass. Ich meine, bei der Farbe ist geil, weil es sieht so... Die Farbe, ich bin heute noch komplett zufrieden mit der Farbe, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war eine, du kennst meinen grünen RS4, den ich gebaut habe, da mit dem Längseinbau. Also da kann ich die Farbe heute nicht mehr sehen, aber ich bin heute noch happy mit der Farbe. Und die hast du, ist das irgendwie zu, oder sie dunkel? Ja, ja, das sind diese Depot. Ah ja, hier stimmt, ja. Weil das hier ist alles dunkler. Ja. Das war halt, du kannst dich erinnern, das war halt damals vor 10 Jahren die Wörthersee-Zeit. Alles, was irgendwie zum Verändern gegangen ist, hat man halt verändert. Ja, ja. Und der ist auch ein bisschen verbreitert, ne? Links und rechts um 2 Zentimeter. Ja, hier, wenn man von, hier, Nico, wenn du hier so gerade drauf guckst, hier sieht man das gut. An der Stelle. Ja. Wo die Tür dann so weitergeht, ne? Krass. War halt damals die Zeit so. Du weißt, einmal alles verändern, alles versuchen besser zu machen. Ja, vor allem, du sagst einmal alles, ist halt tatsächlich wirklich in dem Fall einmal alles, ne? Weil das geht jetzt ja hier im Innenraum. Guck mal, wenn du hier reinguckst. Crazy. Wir haben gerade so kleine Schönheitswinkel hat er mittlerweile, was der Dachhimmel ist einmal, hat sich gelöst gehabt, den haben wir jetzt neu gemacht und sowas, das haben wir gerade wieder beim Zusammenbauen, aber ja. Also selbst Mittelarmlehne in diesem Blaukarton? Alles was blau ist, ist Carbon. Ich meine, ist geil so mit dem blauen Nähten, definitiv. Würde man heute nicht mehr machen, bin ich ehrlich. Würdest du heute ein bisschen weniger. Eher eine Original-Carbon-Leiste rein und ein bisschen... Genau. Alcantara, klar, schön, die Naht vielleicht in Kontrast ist auch gut, aber dieses blaue Carbon, ob man das jetzt nur mal genauso machen würde, ja. Aber es ist ja echt jedes Teil in Alcantara, ne? So ziemlich, bis auf den Teppich, der Teppich ist original. Wie gesagt, das ist halt diese Wörthersee, man muss halt irgendwie, man möchte für den Wörthersee ein krasses Auto präsentieren. Ja, vor allem dann auch noch so Sachen, die ja eigentlich wirklich in Anführungsstrichen komplett irrelevant sind, weil es guckt ja keiner rein, ob die Leiste da drin ist in Alcantara ist, ne? So, ne, aber ich verstehe es vollkommen, ich habe selber auch jahrelang immer genauso gemacht, ne? Nur einfach lieber haben als brauchen. So, weißt du, du weißt einfach, dass hier alles... Du musst die Batterie anhängen. Moment. Da haben wir schon. Geht schon auf, ja. Okay. Selbst halt wirklich... Geht das vom Licht, oder passt? Wirklich, Wahnsinn. Einmal alles. Sind gerade nur beim fertig zusammenbauen, wie gesagt, Dachhimmel, hat sich über die Jahre hat sich immer der Dachhimmel halt gelöst, aber ansonsten ist alles so wie vor, ja, 10, 12 Jahren gebaut. Wie kam das mit Turbo Elite und 300? Wie ist die Geschichte? Ehrlich? Im RS Quattro Forum hat einer ein Profilfoto gehabt mit einem 300er Schild, von KMH-Schild. Das hat mir so gefallen und da war die Idee dann geboren. Ja, also ganz easy. Oder? Ganz easy, ja. Und das ist seitdem geblieben. Und auch zu den krassen Wörthersee-Zeiten war es ja auch einfach ein Symbol. Also, es war halt dann das Problem eher, dass halt dann am Schluss die Polizei schon gewusst hat, dass die Autos halt meistens nicht die serienmäßige Leistung haben, wenn sie gesehen worden sind mit dem Aufkleber. Nee, aber auch Innenraum finde ich geil. So, das ist so eine... Also ich war ja jahrelang auch so voll Original-Fan, aber ich muss schon sagen, so dieses Clubsport in einem Kombi ist irgendwie mittlerweile auch cool. Und man darf ja nicht vergessen, siehe jetzt Taycan Turbo GT mit weißer Paket, wo sie hinten Rücksichtsbank raus und das Carbon reingemacht haben. So ein bisschen übertrieben gesagt, wie wir vor Jahren halt auch schon so ein bisschen Das ist schon richtig Endgegner. Ich kenne die Videos im Internet, also das ist schon... Brutal. Und der läuft aber? Also da kannst du immer jetzt so mit theoretisch... Der ist eigentlich jetzt wieder fertig, ja? Dann habe ich den Motor einmal neu gemacht. Du warst es mit den Nockenwellen, die gleichen wie du damals gehabt hast. Die TTE 1200er Lader. Haben wir einmal den Motor damals dann nochmal neu gemacht. Warum? Wegen dem Upgrade habe ich den Motor nochmal umgebaut und seitdem läuft das Ding jetzt. Und auch mit mechanischem Ventiltrieb? Ja. Oh, 8800. Vor allem mit Ventilspiel. Ventilspiel muss ich jetzt ehrlich zugeben, fährt jetzt damit... Was sind es?
gerade bei 1000 Kilometer gefahren, damit habe ich jetzt seitdem nichts mehr kontrolliert, aber es wäre dann einmal wahrscheinlich wieder angebracht. Meine Erfahrung ist, egal ob beim VR oder hierbei, wenn der Kopf gut gemacht ist, dann stellst du es einmal ein, das bleibt so. Mhm. So, wenn du halt einen Kopf hast, der verschleißt, warum, weshalb auch immer, Sitz zu weich, Ventile werden lang oder wie auch immer, dann ändert sich auch das Ventilspiel. Mhm. Aber wenn da alles safe ist, dann haben wir da echt wenig. Ja, wir waren heuer, waren es 3 Prüfstandstage, die wir gehabt haben, sicher 20 Läufe mit weit über 1000 PS und jedes Mal ohne Probleme. Also Motor läuft wirklich einwandfrei. Und leistungsmäßig, wo war jetzt Ende? 2,2 Bar. 2,2 Bar. Und das 1,93. Und 1100 Newtonmeter waren es. Das kommt, ich glaube, ich habe bei 2,0, habe ich glaube ich 970 gehabt. So in dem Dreh, glaube ich. Ja, du hast ja dann ganz am Schluss mit der letzten Ausbaustufe von der Limo, warst du dann schon auf Richtung 1300. Ja. Aber halt mit mehr Ladedruck. Das waren 3, Piep. Ja. So, ne? Also ich weiß noch, so Race 1000 und so waren schon gefahren bis zum Ende 3,1, 3,2 und so. Ne? Also noch ein paar mehr. Mein Zielladedruck wären 2,5 für heuer gewesen, aber da müssen wir noch schauen, wo jetzt der Ladedruck verloren geht aktuell, warum da nichts mehr kommt. Aber es ist okay. Ich glaube, das ist jetzt Beschweren auf hohem Niveau. Das heißt aber auch hier, weil der Normalo guckt jetzt drauf und sieht erstmal das ganze Carbon und denkt deswegen, dass da viel dran umgebaut ist, aber es ist halt auch hier eigentlich alles umgebaut. Alles. Das ist im Endeffekt, würde ich sagen, fast 1:1 wie dein letzter Step von der Limo damals. Von so, der ne? Limo. Also es ist egal, ob wir über die ganzen Rohre reden. Alles groß, große Ladeluftkühler, Wasser, Methanol-Einspritzung, 3 Liter und wie gesagt 8800 Umdrehungen. Und die Motoren baut ihr komplett selber? Ja. Natürlich bohren, schleifen, alles in Dings klar, aber der Rest, Zusammenbau, alles da. Alles selber, ja. Ne? Ja. Und ja, vor allem hier ist es ja noch mehr, bei mir war es ja immer so, ich habe vieles ja original mit Absicht schwarz einfach Plastik gelassen. Ne? Mhm. Du hast ja dazu noch Carbon und lackiert, da musst du ja alleine immer erstmal eine Decke rausholen, wenn du hier was abbaust. Ne? Zum Teil. Ja, es ist ein bisschen mühsames Schrauben, richtig, ja. Aber wie gesagt, alle Teile zu 90% so wie 2014, 15 zusammengebaut. Es hat wirklich sich alles so gut erhalten, das muss man wirklich sagen, qualitativ. War ab außen am Lack ein paar Kleinigkeiten heuer auslackieren lassen, das war's. Das heißt, wir können jetzt auch anmachen? Wir können dann noch anmachen, ja klar. So lange kein RS4 mehr gehört und so weiter, da kommen bestimmt alte Erinnerungen. Ich habe jetzt nur mal versucht, nachdem ich das im Internet mitbekommen mit diesen Fox-Töpfe alle jetzt da. Ich habe dann nach ewigen Anfragen doch einmal eine Lösung gefunden mit 100 mm Rohrführungtöpfe, weil er halt extrem laut war. Es ist ein bisschen besser jetzt geworden, aber lautstärkenmäßig, muss ich jetzt ehrlich sagen, ist man aktuell einfach zu laut. Vor allem, man hat ja die Autos damals gegenüber aktuellen Autos noch ohne Klappe immer gebaut. Ich habe mit Klappe gebaut und selbst das ist nur selbst laut. Das ist also 2x76 Downpipes auf 100er Rohr. Mhm. Und dann das Problem, keine Rückbank im Kombi. Das merkst du. Ich finde aber alleine immer schon, wenn du jetzt runterguckst, dieses 100er Rohr, was da drunter hängt. Ja, ist abartig. Das waren damals die Zeiten, so wie es alle gebaut haben. Das heißt Mittel- und Endtopf aber? Ja. Und wahrscheinlich auch Maximum groß gebaut und trotzdem? Von Fox übernommen, diese Töpfe nur mit einer 100er Rohrführung jetzt haben wir gemacht. Aber es ist halt lautstärkentechnisch ein bisschen besser geworden, aber es ist halt einfach richtig laut. Es ist definitiv richtig laut. Ja, moin. Das fette Ofenrohr. War nicht so laut, ne? Also das ist so ziemlich so, aber da sieht man, dass wir älter geworden sind. Das ist so die Lautstärke wie... Boah, jetzt wird es ein bisschen... Kommen aber direkt so alte, sowohl RS4-Vibes als auch Wörthersee-Vibes. So, weil das war halt wirklich einfach genau die Zeit, wo man so diese Autos auch mal so auf Parkplatz rangieren hören hat, klappernde Kupplung und so weiter. Kupplung und alles. Genau. Aber läuft doch schön. Man hört tatsächlich die mechanischen Trieb, hört man immer sofort. Ne? Wenn man es weiß, dann... Naja, läuft wirklich gut. Also von dem her hat heuer brav abgeliefert. Und auch ganz normal 102 drin, ne? Also nee, noch nicht mal. Fährt mit E50. E50, okay. Okay, E50, ja. Mhm. E50 ist ja die Mische, die ich jetzt im Arbeit auch am Ende mal gefahren bin. Ja. Und das war tatsächlich das, wo ich gesagt habe. Und deswegen stinkt der auch noch nicht ganz so krass. Ne? Das ist auch geruchsmäßig immer cool. Fahren wir in den Audi rein. Ah, doch, aber jetzt geht's. Oh. Ja, krass, ne? War erst gerade Kaltstadt, erst übelst leise und dann auf einmal. Okay, aber auch einen flotten Gasfuß hier beim Rangieren, ne? Ja, hier haben wir jetzt so meinen Traum. Hast du noch einen zweiten gebaut? War der nicht mal eine andere Farbe? Ich wollte gerade sagen, ne? Weil der erste war eine andere Farbe. Das ist der vierte schon im Vorlauf. Das wäre so mein Traum-Daily. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Das kannst du auch Daily fahren. Geht, ne? Ja. Um die Leute abzuholen, das heißt, wir haben hier ein RS4 ja. mit einem RS6-Motor. Ja, 4G-Motor. Serienmäßig war hier aber drin? 4,2 Liter V8 Sauger, der das Nachfolger von deinem B7. B8, genau. Auch 450 PS haben die denn? Genau. Ganz normal Sauger, nichts Turbo. Und geht gar nichts, original. Und bevor man den Originalmotor auf Turbo umbaut, hast du dir gesagt, baut man lieber gleich den an? Ja, richtig, wobei Turbo, du weißt das bei diesem V8 Sauger, da platzmäßig was hinkriegen, das ist halt richtig schwierig. Das ist halt richtig schwierig. Und würde gehen, du weißt das, Hubi hat damals einen S5 gebaut, so einen V8 Sauger mit Single Turbo. Gehen tut's. Gibt da einige, die das gebaut haben, aber das ist halt die, ich würde nicht sagen die Plug-and-Play-Lösung, aber wenn es funktioniert, das ist die perfekte Lösung. Und das passt alles so rein? Nein, alles angefertigt. Aber platzmäßig Motorraum, ja. Du brauchst adaptierte Motorhalter und natürlich Kühlerpaket, Auspuffanlage, alles was irgendwie ist, Schaltseil, alles muss natürlich angepasst werden. Mhm. Aber der platztechnisch geht sich der Motor aus. Und Kühlerpaket heißt? Kühlerpaket ist eigentlich eine Mischung aus RS4 B8, aus dem Serienfahrzeug und Zusatzkühler und Wasserkühler und alles für die Ladeluftkühler, also für den Wasserladeluftkühler, ist alles ein Mischmaß aus RS6 und Zubehörteilen. Mhm. Und jetzt ist der originale Sauger, hat Auslässe außen, Einlässe innen. Jo. Das ist jetzt heißes V mit Lader genau. in der Mitte Lader in der und Mitte. Ansaugung links, rechts. Macht das Probleme mit den Längsträgern oder gar nicht? Na, oder passt alles? Funktioniert alles. Das passt alles. Ja. Und Getriebe ist das alte oder auch das neue dann? Nein, ist ein Wandlerautomatik aus dem RS4. Also auch Aus dem RS6. Aus dem RS6, auch komplett das mit ist übernommen. Das, der komplette Antriebsstrang, Hinterachs inklusive Sportdiff aus dem RS6. Mhm. Hinterachs, es ist komplett. Und jetzt von Wagner noch den großen Kühler. Ja, das ist der Prototypenfahrzeug eigentlich gewesen. Es war Nummer 2. Ein eigenes Fahrzeug von Wagner, ein RS6. Und das Fahrzeug waren die beiden Entwicklungsfahrzeuge für den Kühler. Für den RS6 ist der aber eigentlich genau. gedacht, ne? Der ist ja letztes Jahr auf der Motorshow Essen gestanden. Es hat fast keiner verstanden, dass das ja eigentlich nicht funktioniert. Darum haben wir dann auf der Windschutzscheibe alles beschriftet, dass die Leute das überhaupt einmal raffen, was da eigentlich umgebaut worden ist. Und mit dem Kühler, wenn du den Originalkühler hättest, der ist flacher, dann passt es sogar dann so? Ja, passt es. Das ist nur wegen dem Wagner-Kühler, weil der so groß ist. Bei dem RS6-Upgrade-Kühler dann, das Ding weil ist, der RS6 einfach das hat. Ist ja, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ja von Wagner ein Premium-Produkt. Das ist absolute Spitze. Ich habe noch kein Fahrzeug gehabt, wo der Unterschied von Serienkühler auf den Wagner-Kühler so immens ist wie bei dem Motor. Krass. Wir haben heuer, glaube ich, schon fünf oder sechs waren es RS6 4G, also Serien-RS6, auf diesen Kühler umgerüstet. Die Leute haben alle gesagt beim Heimfahren, sie kennen das Auto nicht mehr. Dieser Kühler ist in meinen Augen eins von den besten Produkten, was Wagner jemals gemacht hat. Ja, und halt generell alle Produkte sind ja von denen mittlerweile, okay, hier musstest du jetzt, weil der Motor da nicht reingehört, ein bisschen was, ne? Sonst der ist aber auch nicht beschichtet, weil es eben der Prototypenkühler ist. Normalerweise Plug-and-Play rein und einfach das glücklich. Ist perfekte Qualität, muss ich ehrlich sagen. Also das ist ein Produkt, da war ich komplett baff, muss ich ehrlich sagen. Und die Kunden, die bei mir da waren, ich hab Autos da gehabt aus Deutschland mit Leistungssteigerung schon 730, 750 PS im RS6. Die haben gesagt, sie kennen das Auto beim Heimfahren. Sie kennen es nicht mehr, weil die Leistung liegt permanent an. Und andere Druckdosen, die sitzen aber original in den Positionen? Auch so? Ja, oder sitzen die original sind nur anders? Upgrade, genau. Ach krass, nie drauf geachtet. Ne? Okay, normalerweise auch die Abdeckung drauf. Aber mir ist es noch nie aufgefallen, dass da oben diese Dosen so sitzen. Ne? Ja. Und Upgrade wegen Leistungssteigerung? Jo. Wahnsinn. Also vor allem, es ist ja gefühlt, ist sogar noch ein bisschen Platz, ne? Also hätte man so es geht sich wirklich gut aus, ja wirklich. Du musst natürlich selber die Downpipes bauen, bei originale RS6 Downpipes passen nicht rein. Eigene Downpipes und unten dann eine große Auspuffanlage vom B8-Plattform halt, aber ansonsten, es geht gut. Und natürlich da hinter der Stoßstange, Wasserschläuche, Leitungen, Adapter, zu 90% Eigenbau. Und hier so Airbox? Ist von uns selber gebaut, ist 3D-Druck. Ach krass. Weil das sieht so gut passend aus, dass ich jetzt so, weißt du, gedacht hätte, dass das... Es ist zu 95% passend. Es gibt wird nur mal eine neue geben, die nun perfekter so, ne, passt, aber so von den, so wie es hier so drin liegt genau. und so. Haben wir, ein Freund von mir hat das 3D-Scan gemacht und alles und gedruckt und alles. Haben wir zwei Modelle gebaut und das passt jetzt schon ganz gut, es kommt aber nur mehr drittes. Das heißt, man kommt von den serienmäßigen 450 Sauger-PS auf? Je nachdem, was du als Basis nimmst, 560 oder 605 der Performance. Das ist sogar ein Performance-Motor gewesen. Wobei, das ist ja eigentlich, Entschuldigung, es ist ja nur Steuergerät. Ja, Serienmotor, ne? Serienmotor, und wenn du da noch anfängst hier, das heißt, die haben ja schon relativ schnell 700 oder so in dem Dreh, können die Motoren. Software 700, genau. Wahnsinn. Und dann geht's halt. Also eigentlich ganz anderes Auto, ne? Weil das sind ja dann auch starke 700 PS, das andere sind ja schwache 450. Bei dem sind sie mehr. Ja. Aber wie gesagt, im Endeffekt, drehmomentmäßig bist du. Doppelte, das Auto fährst du jetzt
Ist halt schade, dass halt mittlerweile schon fast Winter ist und das wettermäßig natürlich jetzt nicht gerade ideal ist. Aber das Auto fährst du eigentlich nur im Bereich von 1800 bis 4500 Umdrehungen. Das Ding hat Drehmoment Ende nie. Das ist, wenn du vorher den Saugermotor gewohnt bist, du kennst das von deinem B7, naja. Drehen, 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 jetzt ist alles anders. Mhm. Ganz eine andere Liga zum Fahren. Mhm. Und passt natürlich zu dem Auto mit Sonderlack und allem drum und dran natürlich umso besser. Ja, vor allem, das Auto wird ja auch nicht schwerer in Anführungsstrichen, das heißt, der wird ja auch richtig, was fährt sowas in 100 Der fährt jetzt mit der Stufe aktuell 5.2. 5.2 so? Ja, ist aber große, wie gesagt, ist schon eine größere Leistungssteigerung. Und sowas, könnte man das theoretisch in Österreich auch eintragen? Ja. Echt? Ja. Wir sind innerhalb von der in Österreich, sind wir ja beim Motortausch-Swap 30% Leistungssteigerung, das geht sich aus. Und sind da Bedingungen nur die 30% Steigerung oder hat das auch mit Abgaswerten und so weiter genauso zu tun? Verbesserung der Abgaswerte. Neueres Motor. Weil neuer ist, ne? Ja, genau. Ist alles gut. Fahren ja, glaube ich, in Deutschland auch mittlerweile 2 oder 3 Legale schon auf den Straßen. Geht das mit meinem B7 theoretisch auch? Ja, ist die Elektronik aber viel mehr Aufwand, weil du hast eine alte Elektronik. Ah, okay, verstehe. Das heißt, die einfachere ist es, ein B8 zu nehmen und den... Einfach ist B8, ja. Und wenn einer dir so ein Auto hinstellt, was kostet das ungefähr? Ich habe es ganz offiziell bei eBay Kleinanzeigen mit Rechnung inseriert. Basis ohne Leistungssteigerung fängt es an bei knapp 48. Mit der Technik. Mit Motor und allem. Also das Auto kommt zu mir und wir machen alles und der kriegt ihn fertig zurück. Das Einzige, was bei dem Preis nicht enthalten ist, ist die Eintragung beim deutschen TÜV, weil das macht der Partnerfirma von mir und denen kann ich natürlich den Preis nicht diktieren, sondern der erklärt mir, die Preise haben sie aus dem und dem Grund erhöht, wir brauchen die Summe für die Eintragung. Das heißt, das ist jetzt nicht so montags Auto reinfahren und freitags fährst du wieder raus. Mehr Action, als man eigentlich denkt. Ich würde mal sagen, so 400 Arbeitsstunden auf jeden Fall. 3 Monate? Echt? 2, 3 Monate? Ja, nur an dem Auto. Vor allem, man muss dazu sagen, das Auto ist bleibt ein komplett originaler RS4 B8 von der Elektronik her. Und der Motor ist ein komplett, die kommunizieren über ein eigens gebautes Steuergerät vom Spezi von mir miteinander. Das heißt, es sind die kompletten Funktionen vom originalen RS4 B8 sind erhalten geblieben. Alles funktioniert wie Serie. Ja, den müssen wir auf jeden Fall mal fahren und ich glaube, am allerbesten ist es auch, wenn wir uns dazu einen Original B8 besorgen. Gerne. Oder einfach mal einen B7 nehmen, das nimmt sich ja am Ende auch nichts, ob du einen B7 oder B8 nimmst von der Beschleunigung her, dass man da mal, weil das ist, glaube ich, wenn man da so ein Drag Race aus dem Stand gegeneinander fährt, das ist ja... Also ich habe es schon einmal spaßhalber probiert, weil ja jeder sagt, Quattro hält das aus. Ja. Bin aus dem Parkplatz rausgerollt im ersten und dann war alles frei und dann haben wir gedacht, ich probiere das einmal, also über kurzzeitig ein bisschen überfordert. Also das ist schon wirklich, also wenn so knapp 1100 Newtonmeter nach vorne schießen, dann das drückt schon ordentlich. Und dann die Gänge auch noch so durchflutschen. Ne? Wobei man dazu sagen muss, man darf jetzt nicht zu viel erwarten, das Auto wiegt unter Anführungszeichen nur 250 Kilo weniger wie ein RS6. Also es sind jetzt nicht 400 oder 500 Kilo Unterschied, wir haben es gewogen, der wiegt ohne Fahrer 1980 oder 1930, irgend sowas um die 10. Okay, aber das hat doch deutlich schwerer geworden als ein B7. Ja, ja. Aber RS6 4G, 2,2 oder 2,3 Tonnen, glaube ich. Darum sage ich, knapp 250 Kilo ist der Unterschied. Mit Hinterachstiff fährt sich aber wirklich, also Sporttiff vom RS6 fährt sich wirklich tipptopp. Ah, da gibt es ein anderes Tiff? Es gibt genau, ein eigenes Sporttiff vom RS6, das passt auch Plug and Play rein in die Achse. Ja, das passt wirklich alles Plug and Play. Und das muss man auch mit übernehmen, weil die Getriebeübersetzung anders ist? Genau, ja. Und Thema Antriebswellen? Ehrlich? Hm? Original RS4 B8 passt rein. Okay, das ist natürlich wirklich. Muss auch mal Glück haben. Und Kardanwelle auch? Ja. Dann sind die Abmaße aber echt... Also klar, der kann ja auch nicht groß anders sitzen, weil der Punkt der Antriebswellen ja vorgegeben ist. Ist ganz witzig, aber es passt wirklich sehr, sehr viel gut zusammen. Kühlwasser und Leerluftkühler? Ja. Ist original nicht getrennt, bauen wir natürlich bei so einem Umbau getrennt. Das heißt, diese zwei Systeme sind komplett voneinander getrennt. Bis heute für mich ein Phänomen, ich habe es auch noch nicht verstanden, wie es so richtig geht, dass man den Wasserladeluftkühler, wo das Wasser auch durchgeht, welcher idealerweise mit 30, 40, 50 Grad laufen soll, mit dem Wasser kühlt, was eigentlich 80 Grad. Ich verstehe es auch nicht, warum das ist, aber es haben es viele Autos. Es ist definitiv so. Also bei Audi, du weißt, dass es... So, ne? Ja, das wird damit zusammenhängen an der Stelle, wo der im Kreislauf ist. Da fließt halt das kalte Wasser durch. Und dann geht es durch den Rest durch. So, ne? Aber nichtsdestotrotz kommt das ja niemals das Wasser mit 30 Grad aus dem Wasserkühler raus. Das glaube ich einfach nicht. Wir haben alle Umbauten, die wir gemacht haben, sind alle von Anfang an getrennte Systeme. Und sonst aber läuft sowas komplett fehlerfrei. Ja. Also wirklich, kannst du OBD-Stecker ranstecken, siehst die Fehler. Wenn du ein Steuergerät reingehst, schreib dahin RS6. Alles, es funktioniert alles wie Serie. Das muss man aber dazu sagen, alleine das beim ersten Fahrzeug, die ganze Elektronik hinzubringen. Er zeigt da die 8-Gang-Anzeige, also schreibt alle 8 Gänge hin im Tacho. Und das
muss ich schon sagen, da hat der Spezi von mir schon richtig leiden müssen. Also der hat da Stunden verbracht, hinterm Lenkrad, mit dem Laptop, mit dem Programmieren. Also ich mir gedacht habe, das wird nie was, aber er hat alles hingebracht. Ja. Und seitdem funktioniert es. Sowohl RS4, B8 als auch RS5 8T. Also die gleiche Plattform in RS5 funktioniert genauso. Ist sogar ein bisschen einfacher, weil der RS5 kein Sporttiff auf der Hinterachse hat. Also mich freut es, dass es hier in Österreich weitergeht. Ja. Definitiv. Bald kommen die ganzen Autos nach Österreich zum Eintragen. Nein, es funktioniert, wie gesagt, diese Wege funktionieren wirklich gut. Vielen, vielen Dank für das Teil abholen. Wir machen ja so ein bisschen Shopping und den Bus voll und dann sehen wir uns gleich 800 Kilometer später in Hannover und laden das Zeug im hellen Morgen vielleicht oder die Tage aus, würde ich sagen. Ne? Genau. Wir sind wieder im Lande. Ich sag euch, der Blick an der Grenze, als wir mit diesem Transporter mitten in der Nacht da durchgerollt sind. Kurz einmal mit der Taschenlampe hinten rein. Okay, alles klar. Ich hätte uns definitiv gefilzt, aber es ging alles gut. Waren zwei coole Beamten. Ja, war ein Trip. Aber ich zeige euch mal kurz, wenn man auf der Lauer ist und Schnäppchen sucht. Das Lambo-Lager wird gefüllt. Also wir können, wenn wir wollen, einen ganzen zweiten Innenraum machen. Wir haben Himmel, Türpappen. Hat natürlich jetzt mittlerweile alles Lagerspuren. Dann hier. Nenne ich mal ein Armaturenbrett. Das ist echt, so sieht das Lambo-Armaturenbrett aus. Einfach geil, sowas doppelt zu haben, falls man doch mal noch mal eine andere Version bauen will. Oder generell schwarze Lederpappen. So, kommen wir zu dem interessanteren Teil. Einmal hier. Ich will es euch einfach nur zeigen. Getriebe. Dann habe ich wirklich hier, wie geil ist sowas bitte? Einfach ein zerlegtes Getriebe, aber da sieht man mal, warum dieses Auto mit dem Originalgetriebe so viel Leistung kann. Guckt euch mal bitte an, wie massiv so ein Lambo-Getriebe ist. Ne? So, und so, das nimmt kein Ende. Bremskraftverstärker. Dann Radlagergehäuse. En masse. Hier. Salvo-Pumpe, guckt ihr mal, die sieht aus wie neu. Ich will nicht wissen, was die bei Lambo kostet. Die wird da auf jeden Fall Vermögen kosten. Anlasser, welcher witzigerweise übrigens 1:1 genauso ist wie vom 02A, vom Golf V6, wie wir bei Oma drin haben. Motorhalter hier ohne Ende. Neuwertige Motorlager, Getriebelager. Wirklich hunderte. Nochmal ein Radlagergehäuse. Also richtig schönes Teile-Shopping. Hier ist nochmal ein zerlegtes Getriebe. Hier noch die Kanzel vom Armaturenbrett. Das hier wollte ich euch noch zeigen. Originale Spritpumpe links, rechts. Richtig geil, kann ich mir jetzt was Schönes rausbauen. Hier drunter seht ihr tatsächlich einen super legerer Auspuff. Der war bei mir unter dem Auto damals auch drunter. Öltanks, Plastikbleche, Innenraumteile. Wirklich ohne Ende. Hier, über das Teil freue ich mich am meisten. Klimabedienteil, das war bei mir nämlich abgegriffen. Das ist definitiv vom Zustand hier besser. Das können wir nochmal aufarbeiten. Und als letztes hier. Da geht mein Herz doch auf. Gibt es wirklich Neuteile zu ersteigern. Das ist das Gitter oben drin. Oder generell, zieht euch mal diese ganzen Teile rein. Also das Auto kann gefühlt teilweise echt nichts runter gehabt haben. Wasserrohre, auch geil, habe ich nämlich bei mir umgeschweißt. Also ich habe jetzt wirklich noch die ganzen Originalsachen. Oder sowas hier. Ölkühlerleitung. Also das ist die Leitung, glaube ich, vom Tank zur Pumpe. Also die Hauptölleitung. Ey, das kann noch maximal 1000 Kilometer runter haben. Ja, habe ich 3 Stück von. Dann habe ich hier noch Antriebswellen. Wasserpumpe. So sah übrigens mein Auto aus, vom Zustand. War schon gut rostig alles. Scheibenwischer. Ja, noch eine Wasserpumpe. Und. Ja, war geil, war eine coole Tour. Hat Spaß gemacht. Danke nochmal an Klaus. Danke fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal.